Statusmeilen aus den Promotions sind wie versprochen da. Dann haben wir eine Senator-Horn-Circle-Beratungswoche, um es mal so zu sagen. Und Lufthansa warnt vor weiteren steigenden Preisen. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, Glocke an, nachdem ihr abonniert habt. Kommentiert unten und lasst uns doch ein Like da. Danke dafür, dass ihr das getan habt. Ja, wir haben jetzt in den letzten Wochen viele Beratungsgespräche gemacht im Bereich Senator- und Horn-Status. Hat darauf dem Flug einige Leute getroffen, die mich kannten und mich dann zum Thema Senator nochmal gefragt haben. Wir haben da nochmal eine Beratungsmöglichkeit und zwar zwei Möglichkeiten. Einmal natürlich Senator und den Horn-Status zu erfliegen. Da gibt es ja im Moment mit den Promotions sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da sollten wir das einfach mal besprechen, inwieweit das für euch in Frage kommt. Oder aber wer sagt, ich habe weniger Zeit, aber mehr Geld, kann natürlich zum Beispiel den Senator-Status auf Freundschaftsbasis bekommen. Die Details dazu dann gerne auch im Gespräch. Ich werde unten einmal verlinken in den Shownotes und da könnt ihr dann einen Termin vereinbaren. Ansonsten WhatsApp-Nachricht und wir machen da so einen Termin aus, wobei es mir am liebsten ist über den Link. Was will ich noch sagen? Nächstes Thema. Die doppelten Meilen sind gut geschrieben worden. Ja, ganz genau. Also das heißt also nicht nur die doppelten Meilen, sondern auch die Meilen aus der Aktion mit den Kompensationen, hätte ich fast gesagt, mit den Umweltgeschichten, wo man Compensate benutzt hat. Und die doppelten Meilen sowohl für den Status als auch für den Horn Circle sind zugesichert geworden, dass das nach der Promotion im Prinzip nach der Bekanntgabe direkt losgehen soll. Das ist jetzt passiert. Dann natürlich, wenn man da kompensiert hat, dann sollte es nach dem Ende der Kompensation sein. Das war ja der sechste Dritte. Und da ist das dann auch passiert. Also das heißt, ihr könnt einmal auf eurem Konto gucken. Ich habe es ja auf meinem Konto schon gefunden. Denkt daran, dass noch zwei Aktionen laufen. Einmal die Langstrecke mit 2000 Punkten extra pro Langstrecken-Leg. Oder aber auch natürlich noch die Aktion der doppelten Horn Circle und Statusmeilen. Zu den 2000 extra Statusmeilen auf der Langstrecke ist zu sagen, Horn Circle Meilen gibt es dort auch in Economy, ausnahmsweise. Also, wer es oft genug macht, noch bis zum 30.06. wird da eine Überraschung erleben. Ölpreise steigen, dann die Flughafengebühren steigen. Warum? Ganz einfach, die Flughäfen halten sich dann bei den Fluggesellschaften die Möglichkeit offen, das Geld zu erhöhen. Warum? Weil sie Geld auch brauchen. Jeder braucht Geld im Moment und die Fluggesellschaften werden das natürlich nicht alles kompensieren können, so wie man sich das vorstellt. Und diese Gebühren werden dann an uns Passagiere weitergeleitet werden. Und auch die Situation gerade auf dem Kerosinmarkt ist ja in Wirklichkeit sehr volatil. Man weiß nicht, wie sich die Lage mit dem Öl da weiterentwickelt. Insofern sollten wir da ein Auge drauf haben, aber die Tendenz ist nach oben in meinen Augen. Also insofern denkt daran, dass die YQs steigen werden, weil die politischen Entwicklungen sind natürlich leider nicht positiv. Also insofern auch ihr hier einmal gewarnt, bucht früher als später, wenn ihr fliegen wollt. Dann hatten wir letzte Woche ja schon über die A340-600 gesprochen. Da wurden wir dann auch drauf angesprochen, man hätte da gerne noch so ein bisschen mehr Informationen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wie ist Mario und ich? Aber Mario ist gerade auf der Autobahn. Ja, ganz genau, er fährt, also er schafft es heute nicht, weil ich auch selber unterwegs war heute Morgen. Er ist heute Nachmittag unterwegs, also bestreite ich es heute alleine. Und die Lufthansa hat ja gesagt, dass 5 dieser Fluggeräte der A340-600er da wieder in den Dienst gestellt werden, damit man mehr Kapazitäten hat. Man hat sie jetzt, zum Beispiel die erste ist aus dem Storage nach Malta geschickt worden, ist jetzt schon bei der Lufthansa angekommen. Dann ist es als nächstes Flugzeug ist eine zweite geschickt worden, die ist jetzt in Malta, die wird wahrscheinlich kontrolliert und geht dann weiter. Und man hat ja 17 A340, wenn ich das richtig im Kopf habe, 5 davon sollen in Dienst gestellt werden, 12 sind irgendwie auf der Verkaufsliste und damit kommt die 340-600, obwohl sie totgesagt war, wieder.
Ich kann hier an dieser Stelle auch nur ganz einfach sagen, dass 380er kommt nicht, falls ihr die Frage habt. Der letzte Flug übrigens von einer Lufthansa A340-600 war die LH-418 von Frankfurt nach Washington und zurück. Und damit sieht man halt auch, was da alles los war. Dann, was gab es als Nächstes, was man noch dazu sagen muss? Zu dem Flugzeug, die Delta Alpha India Hotel Tango ist 14 Jahre alt und ist halt eine der 5 Airbusse. Dann gibt es noch das Flugzeug mit anderen Kennungen, natürlich, und zwar ganz einfach, wenn wir uns das mal angucken. Übrigens, noch ein Flug war ohne Passagiere, das war am 29. November, wo sie Ferry rübergegangen ist, nur damit ihr es wisst. Und ist in Frankfurt halt angekommen, das hatte ich ja schon gesagt. So, jetzt lasst uns nochmal die anderen Flugzeuge davon anschauen. Heißt also, die Delta Alpha India Hotel India, die ist auf Malta, das ist die, die drüber gegangen ist. Dann die Hotel Papa, die ist in Frankfurt. Aber dann die beiden, die drei anderen, das wäre die Alpha India Hotel Uniform, die ist in Teruel, hatte auch den Letztflug am 26. Mai. Dann ist es die Hotel Victor, die ist irgendwie auch noch in München auch unterwegs. Also insofern, die kommen jetzt langsam wieder in die Flotte rein. Wann seid ihr denn das letzte Mal mit einem A340-600 geflogen? Was haltet ihr vom Flugzeug? Findet's toll? Ist natürlich kein 380er-Ersatz, aber wem sage ich das? Ihr wisst das ja. Das Thema, was eigentlich für Mario vorbestimmt war, war das Thema Kulinarik an Bord. Ja, seit dem 2. März hat die Swiss den Kanton Luzern im Mittelpunkt des kulinarischen Angebots auf den Langstreckenflügen aus der Schweiz. Also das heißt, wenn ihr da rausfliegt, dann habt ihr the Swiss Taste of Swiss Excellent Menus in der Business und der First Class. Der Sternekoch Patrick Mahler vom Parkhotel Winsau entwickelt die. Er hat auch in der neuen Premium Economy das Menü gemacht und es hat verschiedene Spezialitäten. Und ich finde das gerade sehr schön, dass die Swiss ihre Swissness auslebt und dass man immer verschiedene Regionen dann zum Zug kommen lässt, dass man halt auch diese kulinarischen Angebote aus den verschiedenen Regionen mal kennenlernt. Also ich finde das immer sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das ist jetzt einfach 6 Monate lang, was wir als Gäste in der Business und First Klasse auf der Langstrecke genießen dürfen. Dann wollt ihr natürlich wissen, was gibt es. Natürlich gibt es wie immer regionale Käse- und Weinspezialitäten, die auf den Frühling abgestimmten Menüs und mit 2 Michelin-Sternen und 18 Gourmet-Punkten dekorierte Chefkoch des Fine-Dining-Restaurants Focus Atelier im Parkhotel Winsau, Patrick Mahler, hat diese kreiert. Aber jetzt kommen wir zum Essen und das wäre das, wo Mario komplett durchdreht. Kalbsfilet mit Spargel an Felchlin Schokoladen-Cremeux in der First Class. Den Gästen der First Class gibt es dann Vorspeise auch marinierte Lachsfrikadelle. Ist natürlich nicht meins, ich esse keinen Lachs. Mario isst Lachs, also insofern muss er probieren, wenn es das gibt. Dann Wildkräuterrahmen und Räucherforellen-Mousse. Zum Beispiel steht danach ein Kalbsfilet mit Morcheljuice, Gnocchi alla Romana sowie grünen und weißen Spargeln. Der Alternativ einen Dorschfilet mit Muschel, Bourblanc, Kartoffelzitronenmousseline mit karamellisierten Chicorée. Hat. Chicorée habe ich lange nicht mehr gegessen. Gute Idee, muss ich nochmal dran ecken. Chicorée schmeckt ja auch mal sehr lecker. Und man kriegt dann als Nachtisch auch ein Törtchen mit Cassis und schwarzem Vanille-Glacé. Also ich finde, das klingt spannend. Die Bilder sind auch sehr schön. Ich gebe sie euch einfach nicht, weil ihr würdet dann einfach sabbern, es würde euch am Mund runterlaufen. Auf jeden Fall wird es von verschiedenen regionalen Käsesorten wie beispielsweise Rotkäppli, Goldfisch oder Blaui, Gieber und dem Rotwein Pinot Merlot 2020 von dem Weinmanufaktur Brunner begleitet. Wer von euch hat einen dieser Käse schon mal gegessen? Ich nicht, aber bin gespannt. Des Weiteren Zanderfilet mit Zitronen, Beurre Blanc und Hiltl. In der Business Class, Gäste in der Business Class kommen zur Vorspeise in Genuss auch der marinierten Lachsforelle mit Kräuterimmersion und Ponzu Vinaigrette. Also insofern etwas kreativ. Und als vegetarische Alternative steht das Hiltl-Tatar vom Haus Hiltl in Zürich zur Auswahl, dem langjährigen Partner von Swiss für vegetarische Gerichte an Bord. Ja, darunter Poulet mit Kräuterfüllung, Shiitake-Pilz, Jus mit Gerstenrisotto und grünen Spargel und ein Zanderfilet mit Zitronenbeurre Blanc. Hatte ich ja schon erzählt. Gibt es zum Dessert. Da möchte man eigentlich keine First Class fliegen. Da möchte ich doch aus der Business Class, dass sie haben Nougat-Mousse, weißes Nougat-Mousse mit Sanddorn und Haselnuss. Auch hier gibt es wieder Käsesorten. Das ist der Entlebourg
Weißenbucher Bergrahmkäse und der Rotkäppli Weichkäse gereicht. Also insofern ist das doch ein richtig cooles Angebot. Und wer in der Premium Economy fliegt, kann als Hauptspeise unter anderem aussuchen zwischen Rindshack Täschli Luzerner Art mit Kartoffelgratin und Sprinz Brokkoli und Karotte zur Auswahl. Und die Käseplatte enthält Entelbucher Bergrahmkäse. Also auch nett. Dessert gibt es natürlich auch dreierlei Schokoladenschnitte mit Schweizer Schlager von Fällchen, Aprikosenkompott und karamellisierten Haselnüssen. Also diese Karte finde ich phänomenal. Einmal, weil es wirklich regional ist, das hatte ich ja euch schon gesagt, aber des Weiteren finde ich es auch spannend, wie sich das Ganze einfach mal anhört. Manchmal hat man immer das Gefühl, die haben da irgendwas fancy, aber ansonsten ist es einfach was ganz Normales. Aber lecker. Schauen wir mal, wer von euch das zu essen bekommt oder bekommen hat, weil es gibt es ja schon seit 2. März an Bord bei der Swiss in der First Business und in der Premium Economy Class, kann es uns berichten. Ich freue mich drauf. Einfach unten kommentieren, liked den Beitrag, macht die Glocke an, nachdem ihr uns abonniert habt. Jetzt habe ich wieder alles abgearbeitet, habe das durchgeritten. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV mit dem Lufthansa Group Update. Also, danke, bis dann. Ciao.